Der kommende Sonntag wird ein Tag voller Sporterfahrungen. Dann nämlich feiert das Münchner Outdoor-Sportfestival sein Comeback. Im vergangenen Jahr musste es wegen der Pandemie abgesagt werden. Ja, zunächst mal können wir uns überhaupt freuen, dass wir dieses Jahr wieder ein Outdoor-Sportfestival machen können. Und ganz wichtig, diesmal nicht im ganzen Park, sondern hier im Olympiastadion und praktisch im Umgriff. Und freuen kann man sich auf alle möglichen Sportarten, also vom Bouldern, Kletterwand, Bogenschießen, Tackball, vielleicht mal was Neues. Und man kann also alles Mögliche ausprobieren. Unter Einhaltung der 3G-Regeln bei freiem Eintritt oben auf der Besucherebene. 2500 Menschen dürfen gleichzeitig rein. Testen lassen kann man sich unten an der Olympiahalle. Bereits zum fünften Mal laden das Referat für Bildung und Sport und der Olympiapark München alle Sportinteressierten ein, das attraktive Programm rund um das Thema Outdoor-Sport kennenzulernen und für sich zu entdecken. Ja, die Münchnerinnen und Münchner sollen zwei Sachen kennenlernen. Einmal natürlich die Sportarten an sich. Die gibt es ja welche, die man selber draußen betreiben kann oder welche, die man im Verein betreiben kann. Und deshalb die zweite Sache, die Münchnerinnen und Münchner sollen die Vereine kennenlernen, in denen man den Sport dann betreiben kann. Ausprobieren und mitmachen lautet die Devise. In seiner bald 50-jährigen Geschichte hat das Olympiastadion schon viele unterschiedliche Sportarten beheimatet, aber selten so viele auf einmal. Und hier noch ein wichtiger Hinweis für den Eingangsbereich. Ja, es gibt noch ein Special sozusagen, weil alle Veranstaltungen im Prinzip ja tatsächlich nur möglich sind, je mehr Leute sich impfen lassen. Und wir haben ja auch diese Woche die Impfwoche, die bundesweite Impfaktion. Und wir wollen da einfach dabei sein, auch zusammen mit der Stadt. Es wird also vor dem Stadion ein Impfbus stehen und es gibt kostenlose Impfungen. Und als Anreiz stellen wir für die ersten 50 Impflinge Turmtickets zur Verfügung. Die können also dann nachher noch mal kurz auf den Turm fahren und sich einen wunderbaren 360-Grad-Blick gönnen. Sei dabei und entdecke deinen Sport. Ist und bleibt das Motto des Münchner Outdoor-Sportfestivals. Kommender Sonntag, der 19. September von 10 bis 18 Uhr im Olympiastadion.